Herzlich willkommen zur RLS Discounter Videoserie. In diesem Video schauen wir uns die Druckeinstellung der neuen Graco XT Modelle im Vergleich an. Die neue Drucksteuerung bezeichnet Graco als Rapid Response Control und verspricht deutlich geringere Druckschwankungen im Vergleich zu vorhergehenden Graco Modellen oder auch zu Modellen anderer Hersteller im Markt. Zum Vergleich nutzen wir eine neue Graco Ultra 495 XT und das Vorgängermodell, die Graco ST Max 2 495 PC Pro. Gespritzt wird eine Innenwandfarbe bei 120 Bar mit einer 517er Graco LP Düse. Der Druck wird auf 120 Bar eingestellt, dann wird mit dem Farbauftragen begonnen und der Abzug der Pistole gezogen, um zu prüfen, wie stark der Druck abfällt. Alter vor Schönheit, deshalb geht es mit der alten Graco ST Max 2 495 PC Pro los. Wir haben den Druck auf 120 Bar eingestellt und beginnen zu spritzen. Zu sehen ist ein Druckabfall von 120 Bar auf unter 100 Bar, also ein Unterschied von über 20 Bar zwischen Staudruck und Spritzdruck. Auch mit der neuen Graco Ultra 495 XT haben wir den Druck auf 120 Bar eingestellt und beginnen dann mit dem Arbeiten. Der Druck fällt im Wechsel zwischen Staudruck und Spritzdruck nur minimal um 3 Bar ab. Im Vergleichstest zwischen dem Vorgängermodell und dem neuen Graco Ultra 495 XT war ein deutlicher Unterschied in der Drucksteuerung erkennbar. Beim älteren Modell lag der Unterschied zwischen Staudruck und Spritzdruck bei über 20 Bar, beim neueren Ultra 495 XT lediglich bei 3 Bar. Der Effekt der neuen Drucksteuerung Rapid Response Control ist also deutlich sichtbar und reduziert die Druckschwankung von über 20 Bar auf 3 Bar. Doch welche Vorteile ergeben sich aus dieser verbesserten Drucksteuerung? Wird mit mehr Druck gespritzt, so wird mehr Farbe durch die Düse gedrückt. Es gelangt also mehr Farbe auf die Oberfläche. Wird mit weniger Druck gespritzt, so wird weniger Farbe durch die Düse gedrückt und es landet weniger Material auf der Oberfläche. Starke Druckschwankungen im Airless-Gerät können also zu einem ungleichmäßigen Spritzbild und Farbauftrag führen, weil mal mehr und mal weniger Farbe auf die Oberfläche gespritzt wird. Die neue Rapid Response Druckkontrolle ermöglicht also ein gleichmäßiges Spritzen, einen gleichmäßigen Farbauftrag und damit eine gleichmäßige und qualitativ hochwertige Oberfläche. Im Test konnten wir feststellen, dass auch die Druckeinstellung bei den neuen Ultra XT Modellen deutlich präziser funktioniert als bei den bisherigen Modellen. Im Low Pressure Modus kann der Druck fast auf das Bar genau eingestellt werden. Beim Vorgängermodell ist diese Steuerung weniger genau. Die verbesserte Drucksteuerung hilft dabei, den gewünschten Druck punktgenau einzustellen und so optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. Denn die optimale Druckeinstellung ist die Voraussetzung für ein hochwertiges Spritzbild und die Vermeidung von Farbnebeln. Ruft an oder mailt, falls ihr weitere Fragen zur Graco XT Serie habt. In unserem Schulungszentrum der RLS Discounter Akademie stehen verschiedene Modelle der Graco XT Serie zum Testen bereit. Vereinbart also gerne einen Termin, falls ihr euch selbst von den neuen Graco Ultra XT Modellen überzeugen wollt. Vielen Dank und bis bald.